Hallo zu einem ersten Hardware-Video von mir. Heute möchte ich gerne die Sidewinder X8 Maus von Microsoft vorstellen. Die kostet im Moment um die 60-70 Euro und ist ausgelegt für Rechtshänder. Sie wird ganz normal per USB angeschlossen und ja, zur Maus kann man sagen, ganz normal hier vorne hat sie halt die Links-Rechts-Taste, hier ein Scrollrad für vorne nach hinten zu scrollen und nach links und rechts. Hier oben die drei Tasten sind für die DPI-Einstellung. Hier kann man durchschalten und die jeweilige Einstellung wird dann auch hier an der Seite angezeigt, was man jetzt nicht so gut sehen kann, wo dann auch der Batteriestand angezeigt wird von der Maus. Und hier oben ist eine Taste, die je nach Spiel belegt werden kann, wo dann halt verschiedene Sachen eingestellt werden können, je nach Belieben. Hier an der Seite die Schultertasten sind für Vor- und Zurück im Browser oder kann man auch umbelegen. Ja, hier unten sieht man hier ein blaues Licht. Das ist die Blue Track Technologie, die ermöglicht es, der Maus eine Auflösung von bis zu 4000 DPI einzustellen. Ja, hier unten kommt eine wiederaufladbare Batterie dann noch rein. Das zeige ich jetzt mal nicht. Und ja, die lädt sich halt eben wieder auf, wenn man nämlich hier oben dieses Kabel verbunden hat mit der Maus. Das lässt sich ganz leicht entfernen. Nämlich hier klick, schon ist sie ab. Da unten ist nämlich so ein Magnet dran und damit kann man das ganz schnell verbinden. Ja, so viel zur Maus. Ergonomisch ist sie auch okay. Hier dieser Organizer wird noch mitgeliefert. Hier oben drin, wenn ich es dann aufkriege. Moment, ich leg die mal kurz ab. Ach Mann! Ah! Ja, hier oben drin sind noch Füße für die Maus, die man dann hier unten an die Maus noch dran machen kann, die eben unterschiedlich rutschig sind. Ja. Gut, dann so viel zur Maus. Jetzt wird noch kurz das beigelieferte Softwareprogramm vorgestellt. Viel Spaß damit. So, hier sieht man die Einstellungen für die Maus. Hier kann man alle beliebigen Tasten nochmal für sich selbst einstellen, welche Taste jetzt was bewirken soll. Zeiger und Zeigeroption sollten bekannt sein von anderen Mäusen. Bildlauf eigentlich auch. Hier kann man einstellen, wie schnell oder langsam auch sich die Scrolltaste, ja, wie schnell die ein Bild scrollen soll. Hardware sieht man, dass die Maus angeschlossen ist und bei Doppelklickgeschwindigkeit kann man nochmal einstellen, wie oft, also wie schnell man auf einen Ordner klicken soll, damit er sich öffnet. Hier bei Empfindlichkeit kann man nochmal die DPI-Einstellung für jede einzelne DPI-Taste einstellen. So wie man es halt eben für ein Spiel braucht. Ja, das ist
Sehr schön gemacht. Danke fürs Zuschauen.